Stell dir vor, es ist ein wunderschöner Abend. Du hast gerade deine Koffer eingepackt, um 3 Monate lang in die Karibik zu reisen. Du hast gerade 6 Monate vorher dein Unternehmen verkauft, hast eine zweistellige, stolze Millionensumme auf deinem Konto. Keine Sorgen, hast eine glückliche Familie, 2 tolle Kinder, eine ganz tolle Frau und endlich hast du dein Ziel erreicht, genau das, was du dir immer gewünscht hast, finanzielle Unabhängigkeit, nicht mehr arbeiten zu müssen, keine Verantwortung mehr zu haben zu müssen und du gehst abends mit einem Lächeln, das einmal um deinen ganzen Kopf herumgeht, ins Bett und legst dich hin und weißt, ab morgen beginnt der Traum meines Lebens. Und in der Früh um 9 klingelt es bei dir an der Tür und du machst die Tür auf. Wer kann das jetzt noch sein? Und vor deiner Tür steht der Staatsanwalt mit einem Gefolge von Leuten und du wirst verhaftet. Deine Konten sind inzwischen alle schon gepfändet. Deine Kreditkarten sind weg. Alles, was irgendwelche Vermögenswerte sind, ist innerhalb von ein paar Stunden in anderen Händen und du weißt noch gar nicht, was passiert ist. Herzlich willkommen am 19. Juni 1997 und in meinem Leben. Mein Name ist Tom-Peter Rietorff und genau das ist mir passiert. Ich habe mein Ziel, mein Wunsch, das ich mir immer erträumt hatte, früher erreicht, als ich mir es jemals vorgestellt hätte, war noch keine 40 Jahre alt und hätte nie mehr in meinem Leben arbeiten müssen. Aber es kam anders, als man denkt. Wie wärst du in dieser Situation mit dir, mit deinem Leben umgegangen? Und es hörte nicht auf. Nicht nur, dass alles weg war, es hat sich dann auch noch meine Frau entschieden, mich zu verlassen. Mir wurde sogar noch der Führerschein weggenommen für zu oft schnelles Fahren. Und du denkst dir, was ist jetzt los? Mein ganzes Leben ist ein Freispiel und es geht permanent so bergauf in meinem Leben. Und ich bin ein Glückskind ohnesgleichen und alles weg. Ja, das war's. Und natürlich sitzt du da und 2 Gedanken, die ich damals hatte. Ein Gedanke war, geh ins Ausland. Und der andere Gedanke war, bring dich um. Weil von einer zweistelligen Millionensumme blieb nichts übrig und am Ende waren es 750.000 D-Mark, damals kam aus Deutschland, Schulden. Und meine Familie, meine Freunde, die sagten alle, boah, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Damals gab es noch keine Privatinsolvenz. Es war ein Konkurs einer GmbH. Ich als einziger Gesellschafter und Geschäftsführer bis in jeden Pfennig des Privatvermögens haftbar. Und ja, mein erstes war, wo gehe ich hin? Kein Haus mehr, keine Bleibe mehr, keine Familie mehr, kein Führerschein mehr. Damals meinen Freund angerufen aus München. Ich lebte in Berlin und habe ihn gebeten, bitte hol mich ab. Ich bin total am Ende. Ich habe nichts mehr. Kann ich bei dir wohnen? 2-Zimmer-Wohnung ohne Bad, ja, so duschen und baden im öffentlichen Freibad. Und ja, und durfte die Einfachheit des Lebens wieder kennenlernen und eine Abhängigkeit von anderen Menschen. Ich war nie von jemand anders abhängig. Vielleicht als Kind von meiner Mutter, aber mein gesamtes erwachsenes Leben war ich immer selbstständig. Und Gott sei Dank hatte ich einen sehr guten Freund, weil ihm ging es nach 14 Tagen auf die Zwiebel, dass ich da sitze und nur am Rumjammern bin, warum das mir passiert und nicht irgendeinen anderen. Es laufen ja genügend Idioten rum, es kann ja so jemand erwischen. Ne? Es muss ja nicht du sein. Und er hat damals gesagt, du gehst mir so auf die Nerven mit deinem Selbstmitleid und mit deinem, ach, wie schlimm dieses Leben ist. Ich habe dir einen Job besorgt. Und dieser Job war damals, als Promoter bei Karstadt Handys zu verkaufen. Und ich wollte da nicht hinfahren. Ich hatte ein Unternehmen gehabt mit 400 Leuten. Und mein Freund sagte ganz richtig zu mir, das hast du gehabt. Genau. Aber jetzt, schau mal, was du jetzt noch hast.
du hast nichts und du kannst keine Miete bezahlen, du kannst dir nicht mal Essen bezahlen. Ja? Also wenn du weiterhin bei mir leben möchtest, dann gehst du arbeiten. Und das war das Beste, was ein guter Freund mit dir machen kann, weil ein guter Freund darf das. Und bin damals zu Karstadt gegangen und ich kann mich an meinen ersten Tag erinnern, ich stand in einer Abteilung, sollte Handys verkaufen, kein Plan von Handys. Ja, und stand da und die Leute waren da, ich hatte null Bock. Was mache ich da? Ich, der erfolgreiche Unternehmer, ich armes Würstchen, dem das Schicksal ja so schlimm mitgespielt hatte. Am zweiten Tag habe ich mir gedacht, das ist blöd. Nur rumstehen, Fresse ziehen, ja, bringt dich ja auch nicht weiter. Und dann habe ich so die ersten Gespräche gemacht und habe mir gedacht, das tut dir ja ganz gut. Na, also, wenn du schon so einen Scheiß machen musst, dann mach's mit Spaß. Und dann habe ich angefangen, das Ganze wirklich mit Spaß zu machen. Es ging mir nicht darum, ein Handy zu verkaufen. Es ging mir gar nicht darum, irgendetwas zu verdienen. Ich hatte einfach nur noch im Kopf, ich will jetzt Spaß haben. Ich war in kurzer Zeit einer der erfolgreichsten Verkäufer, die Talkline, das war für Talkline damals, hatte. So erfolgreich, dass der Mobilfunkanbieter, den ich am meisten verkauft hatte, das war damals E-Plus Mobilfunk, und der kam auf mich zu und hat gesagt, dich wollen wir haben. Und so kam ich in eine Zeit, der Moment war absolut günstig, weil es war die Zeit, du musstest Handys nicht verkaufen, du musstest sie nur austeilen. Ja, die Leute sind zu dir gekommen, oh, ich will ein Handy haben. Ja klar, wir haben super Tarife. Ja, und konnte gut Geld verdienen und entgegen allen Prophezeiungen von den Menschen im Außen konnte ich in 2 Jahren 750.000 Mark zurückbezahlen und war nach 2 Jahren und 3 Monaten wieder auf Null. Und das war für mich sehr, sehr schön. Natürlich, also ich kann mich noch erinnern, das war November 1999. Ende November 1999 ging die letzte Rate, die ich zurückzahlen musste, von meinem Konto. Und ich atmete tief durch. 3 Tage später war ich im Krankenhaus. Musste innerhalb von einem Tag operiert werden. Mir wurde damals die Schilddrüse entfernt. Mein Blutdruck war 240/60. Und ich hatte so gezittert, schon immer die ganze Zeit. Also die letzten Jahre hat immer so gezittert. Aber es wurde immer schlimmer. Ich habe nur noch geschwitzt. Mir war nie kalt, auch im Winter nicht. Das war meine liebste Jahreszeit. Bin operiert worden, hatte dann noch einen Unfall, musste an beiden Knien operiert werden. Und Anfang Februar 2000 lag ich im Krankenhaus, oder lag zu Hause ohne Stimme und ohne Bewegung. Also beide Knie waren angeschwollen, nicht bewegungsfähig. Und ich konnte nicht sprechen und konnte mich nicht bewegen, aber ich konnte eins. Ich konnte über mein Leben nachdenken. Und das war mein größtes Geschenk in meinem Leben, weil ich stellte mir 3 ganz besondere Fragen. Und die 3 ganz besonderen Fragen mag ich euch gerne weitergeben, weil vielleicht magst du dir genau diese Fragen auch stellen. Was will ich in meinem Leben? Was will ich wirklich in meinem Leben? Und was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben? Also was ist mein Wunsch, meiner? Was ist das, was mich erfüllt, was mich glücklich macht? Und du sitzt da, bist nahe 40 Jahre alt und du kannst diese Frage nicht beantworten. Du bist ein erwachsener Mensch und kannst nicht sagen, was du möchtest. Dir fällt schon ein, ja, ich will wieder ein Haus haben, ich möchte wieder ein Auto haben, ich möchte wieder mit meiner Familie zusammen sein und. Aber wenn am Ende dann die Frage ist, erfüllt mich das, ist das mein Leben, macht mich das glücklich? Du immer ganz ehrlich zu dir sagen musst, nein. Um letztendlich festzustellen, und ich denke, das werdet ihr alle feststellen oder schon festgestellt haben, auf diese essentielle Frage, wer bin ich? Weil das kommt am Schluss raus. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Wer bist du? Und woher weißt du, dass du das bist, was du glaubst, dass du bist? Das ist bei uns Menschen tatsächlich ein Phänomen.
weil das Ich, also das Du, wer definiert dein Ich? Du? Du kannst dein Ich gar nicht definieren. Du bist nicht mal in der Lage, dich nach der Geburt bis zu deinem 15. Lebensmonat selbst im Spiegel zu erkennen. Es geht nicht. Du hast keinen Bezug zum Ich. Du besitzt nicht mal ein Ego, keine Rationalität, kein Attribut, ob du gut bist, ob du böse bist, ob du schön bist, ob du hässlich bist, ob du klein oder dick bist, ob du runzlig oder nicht runzlig bist. Das weißt du nicht. Du hast keine Definition von dir. Das heißt, das, was du glaubst jetzt, was du bist, kommt von deinem Umfeld. Dein Umfeld sagt dir, was dein Ich ist. Deine Eltern, verbal und nonverbal, wie sie in ihrer Gestik sind, wie sie in ihrem Gefühl sind, wenn du ihnen gegenüber bist. Später sagen es deine Lehrer, deine Arbeitgeber, deine Freunde. Alle die sagen dir, wer du bist. Und dann fängst du an, wie zu sein, so wie du richtig bist für andere. Du wirst unterschiedliche Rollen in deinem Leben spielen. Du wirst die Rolle der lieben Tochter für die Mama, der strebsamen Tochter für den Papa, später die liebe Ehefrau, der liebe Ehemann, der Vater, die Mutter, der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer. All diese Rollen spielen wir permanent. Aber wo bist du? Wenn du dich verändern willst, was veränderst du bisher in deinem Leben? Wenn du wirklich Veränderung haben willst, Veränderung hat immer mit dir zu tun. Wo fangen wir zum Verändern an? Im Außen, genau. Und das ist das Problem. Du veränderst etwas bei dir selbst auch. Das, was du gar nicht bist. Weil du nie gelernt hast zu definieren, wer bin ich? Wer ist dieser Mensch, ich? Weil wir kennen nur das Außen. Du hast nur das Außen kennengelernt. Ja? Du bist eine Reflexion des Außens, aber nicht deines Inneren. Und dein Innen erreichst du nur durch eins, durch Stille. In dich zu gehen, da bist du. Und jetzt sagen viele, ja, und was ist da? Dann sage ich, alles. Weil in der Stille ist alles, dort ist alles vorhanden. Das bist du, du hast nämlich in der Stille und nur in der Stille hast du alle Möglichkeiten. Wenn du wütend bist, hast du nicht alle Möglichkeiten. Dann ist es schwierig, liebevoll zu sein aus der Wut heraus. Du hast einen Weg zurückzulegen, aber aus der Stille bist du. Also das Ich Bin wird oft falsch verstanden, weil nur wenn du in der Stille bist, kannst du alles blitzartig sein. Ich kann aus der Stille heraus sofort wütend sein, kann aus der Stille heraus sofort liebevoll sein, kann aus der Stille heraus lachen, ich kann aus der Stille heraus weinen. Ich bin aus der Stille heraus. Das ist das, was du bist. Die Vollkommenheit, die alles sein kann und alles sein darf. Und bei Veränderung ist eins der schwierigsten Sachen bei Veränderung, dass die Menschen glauben, ja, darf ich jetzt an mich denken? Muss ich jetzt nicht an andere denken? Bin ich dann nicht rücksichtslos? Bin ich dann nicht egoistisch? Weil an sich zu denken ist ja nicht gut. Ja, das habe ich gelernt, habe mir meine Mutter immer gelernt. Die hat immer gesagt, denk nicht an sich, du bist egoistisch. Ja, das ist schwer, an sich zu denken und andere dazu sein zu lassen, wo sie sind. Weil letztendlich, weiß nicht, wie viele Menschen sitzen jetzt herin, 20, 30, 43. Ja, ist das. Es wird hier mitgezählt. Ja, 43 Menschen sind hier herin. Wir haben jetzt gerade, wenn ich mich noch mit dazu zähle, ist eine schönere Zahl, also 44. Wir haben gerade 44 unterschiedliche Welten in einem Saal. Und jede Welt ist absolut richtig. Weil deine Welt existiert nur für dich. Das bist du. Meine Welt existiert nur für mich. Wenn wir von Einheit sprechen, und das machen wir sehr, sehr oft, dann kann eine Einheit nur da sein, wenn wir alle uns gegenseitig akzeptieren, wie wir sind.
und nicht uns gegenseitig verbiegen wollen, dass du für mich angenehm bist, weil du darfst für mich unangenehm sein. Ja? Du darfst mich verletzen. Das darfst du, weil es ist in deiner Welt richtig. Wenn heute zu mir jemand sagt und sagt, du Tom Peter, also dein Vortrag, du bist die absolute Nase, ehrlich. Du bist der schlechteste Redner, den ich jemals gehört habe. Dann findet das ist absolut in Ordnung, der hat ja recht. Der hat vielleicht 20 Gründe, wo er es mal sagen kann. Jemand anders sagt genau das Gegenteil, der hat auch recht, weil er hat auch 20 Gründe. In seiner Welt hat er doch recht. Ich muss doch seine Welt nicht verändern. Die einzige Welt, die ich verändern kann, ist meine Welt. Die kann ich verändern. Ich kann anfangen, auf meine Ideale zu schauen. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig in meinem Leben? Und solange du das nicht weißt, wie willst du etwas verändern? Ein Navigationssystem braucht zwei wichtige Daten. Ja? Dein Navigationssystem braucht einmal die Daten des Standorts. Also wo stehst du? Das ist dein Ich. Und ich bezeichne dieses Ich als You. Ja? Es ist dein You. Und du weißt, in welchem Lebensbereich, dass du etwas verändern möchtest in deinem Leben. Endlich den richtigen Partner zu finden, den besten Job der Welt zu haben, zu Geld und Unabhängigkeit zu kommen, vielleicht auch endlich dich selbst zu finden, deinen Selbstwert zu kennen, ja, oder was immer dein Wunsch ist. Und dein Wunsch ist nicht dein You, sondern das Who. Who ist so richtig? Nee. WHO. Ihr macht es nicht fertig. WHO. Okay, das Who. So. Vom You zum Who. Das ist der Weg deiner Veränderung. Und das dazwischen drin ist die Veränderung. Ja? Vom You zum Who ist Veränderung. Das ist der Weg, den du zu gehen hast. Im Prinzip ist es total einfach, weil du musst nur wissen, wo bist du und wo willst du hin. Aber das Problem ist, dass die meisten Menschen schon gar nicht wissen, wer sind sie. Und die, die wissen, wer sie sind, davon haben 80% vielleicht eine Idee, was sie, wie die Zukunft ausschaut oder was sie haben wollen, aber keine klare Vision. Also das Who ist Klarheit und das Who darf schon fest existieren. Wer von euch hat ein Ziel, eine Vision? Super. Oder wir machen es mal anders. Einmal die, die ein Ziel, eine Vision haben, kurz mal aufstehen, bitte. Okay. Wer von euch, die jetzt stehen, hat nicht nur eine Idee von einer Vision, sondern eine gelebte Vision? Also diese Vision ist emotional erfahrbar. Alle, die eine gelebte Emotion in sich tragen, bleiben stehen, alle anderen setzen sich. Super. Die von euch, die noch stehen, wenn ich dich jetzt frage, geh in den Mittelpunkt deiner Vision. Wenn deine Vision ein Haus ist, geh in die Mitte rein. Wenn deine Vision ist, irgendwo in einem fernen Land zu leben, geh in die Mitte dieses Landes oder wie auch immer. Und wenn ich jetzt zu dir sage, dreh dich einmal um und sag mir, was du siehst. Jeder, der sehen kann, in dem Moment bleibt stehen und alle anderen setzen sich bitte wieder. Wow, ihr beeindruckt mich. Okay, von denen, die jetzt noch stehen, wer von euch könnte mir in 3 Minuten seine Vision so begeisternd erklären, dass ich zum Brennen anfange? Die bleiben bitte stehen, alle anderen setzen sich hin. In nur 3 Minuten, nicht mehr wie 3 Minuten. Okay. So.
Super, aber trotzdem Kompliment. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke, ihr dürft euch hinsetzen. Hatte ich in dieser, 7, Entschuldigung, ich habe dich nicht gesehen. Ja, 7. Hatte ich in dieser Menge jetzt noch nie. Ich meine, ich zähle die ab, die ich kenne und die das Programm kennen. Ja, dann bleiben 3 übrig. Aber auch 3 hatte ich noch nicht. Ja, 3 ist ganz toll, wenn du in 3 Minuten einen anderen Menschen zum Brennen bringst mit deiner Idee, mit deiner Vision, dann und definitiv nur dann hast du überhaupt die Möglichkeit, dass du hier ankommst. Warum? Warum ist es so wichtig, dass ich in 3 Minuten, in kurzer Zeit, weil du nur in 3 Minuten die Essenz dessen, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, drin hast. Und du musst dich, damit du auf 3 Minuten kommst, mit einer riesen Menge an Daten beschäftigen und du musst sie dir immer und immer wieder anschauen. Und ich kann jedem von euch einen super Tipp geben. Es steht ja drin, du kriegst 3 Tipps, wie du wirklich anfangen kannst, dein Leben zu verändern. Und einer dieser 3 Tipps ist, befasse dich mit dem, was du wirklich, wirklich willst. Ja. Und mach das in 3 Minuten. Und zwar so, dass wenn du darüber sprichst, alle anderen dich anschauen und sagen, wow, diese Drogen möchte ich auch. Ja? Also das muss aus dir heraus leben. Und leben kann es nur, wenn es in dir existiert. Das Wünschen beim Universum ist nicht, wo ich wünsche mir ein Haus. Ja toll, wie soll das ausschauen? Das Haus, groß, viele Fenster, ja, und ja, irgendwo auf dem Land. Das ist nicht genau. Und ich hatte ein Vorbild, also das ist tatsächlich mein Vorbild, weil es ist mein Vater. Mein Vater hatte nie etwas mit einem großen Bewusstsein oder Esoterik am Hut, ganz im Gegenteil. Ja, mein Vater ist eher Snob, typische Jungfrau gewesen, so Bleistift auf gleiche Größe, Spitze und Bleistift nach Farbensortierer, also das war so mein Vater. Und wir hatten zusammen ein Unternehmen und wir hatten viel Glück zusammen, weil wir mussten nie viel arbeiten. Ja, ich sag's ja, ich war Glückskind mein ganzes Leben lang schon. Und wir haben uns in der Früh im Büro getroffen, immer zur gleichen Uhrzeit. Wir haben miteinander einen Kaffee getrunken. Dann ist er in sein Büro gegangen und hat sein Haus geplant. Und ich habe bis zum Mittagessen gearbeitet. Dann sind wir auf den Tennisplatz gefahren, haben 2 Stunden Tennis gespielt und haben Mittag gegessen, sind wieder ins Büro gefahren. Er hat weiter geplant. Ich habe wieder 2 Stunden gearbeitet und dann war Feiertag. Er hat alles, was er gezeichnet hat in seinem Haus, so detailliert gemacht über 4,5 Jahre. Der hat Bilder gezeichnet, das ist unglaublich. Ja, er wusste, welche Schubladen, welches Licht, welches Besteck, wo welche Steckdose ist. Er konnte dir alles in diesem Haus beschreiben. Es war geplant bis zum geht nicht mehr. Die Tapeten waren geplant, die Fliesen waren geplant, der Grundriss. Und er wusste, wie es ausschaut, auch von außen, wo das Haus ist. Er wusste das Land, es ist auf Mallorca, sein Haus, aber er hatte keinen Platz dafür. Der Platz kam zu ihm und er hat dieses Haus gebaut, exakt so, wie es geplant war. Es musste zu ihm kommen. Ja? Das ging gar nicht anders. Es war schon existent. Es ist da. Wir leben in einer Welt, und ich denke mal, das hat jeder von euch schon gehört, in der Aufmerksamkeit der Energie folgt. Also dort, wo Energie ist, dort, wo Aufmerksamkeit ist, dorthin geht die Energie. Also wenn du Aufmerksamkeit hast auf etwas, das in dir lebt und der Schlüssel ist, in dir leben, dann muss es sich erfüllen, es muss sich verdichten, es muss zur Materie werden. Und du brauchst dir keine Gedanken machen, wie das passiert. Ja, weil das Wie ist für dich absolut egal. Du bestellst ja auch nicht bei Amazon irgendwas und machst dir Gedanken darüber, oh, wie liefern die jetzt das? Ja, sondern du bist sicher, ich habe es bestellt, es kommt. Und genauso
ist es da auch. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, ist das Erste, was du brauchst, natürlich was und von wo rennst du los? Ja, wo stehst du? Wo willst du hin? In jedem Lebensbereich. Nicht einfach, ja, ich will endlich den richtigen Partner. Definier den richtigen Partner. Wie ist der Partner, der für dich wirklich passend ist? Ja, aber mach es bitte exakt. Und da ist es gut, wenn du weißt, welche Sinne was bei uns ansprechen. Wir haben 6 Sinne. Und diese 6 Sinne, also wir haben 5 medizinische Sinne, die kennt jeder. Wir haben aber 6 Sinne. Und diese Sinne sind für uns von unterschiedlicher Bedeutung. Der bedeutendste Sinn von uns, wer weiß es, was ist dein bedeutendster Sinn? Hören. Sehen. Fühlen. Wie bitte? Riechen, genau. Ja, riechen. Das sieht man die Wunschexperten, ja. Deswegen klappt es bei euch. Riechen ist tatsächlich dein bedeutendster Sinn, weil das Riechen geht über den Riechkolben an den Hippocampus und in die Epiphyse. Und dorten wird mit dem Geschmack zusammen, weil Riechen und Geschmack können wir nicht trennen voneinander, mit dem Geschmack zusammen jenseits von deiner Rationalität, jenseits von deinem großen Gehirn, ein inneres, ein unterbewusstes Bild und Erlebnis gebaut. Da ist Erlebnis, da fühlst du, da hast du Emotionen. Ja, alles andere ist Bewertung mit dem intuitiven Fühlen, das sich hiervon sehr schwer trennen lässt. Ja, also intuitives Fühlen, auch viel drittes Auge und Solarplexus. Fühlen. Diese 3 Sinne, deswegen mache ich die in Violett, sind deine Sinne, die direkt in dein Unterbewusstsein gehen, in deinen Hippocampus und dort dir ein Gefühl machen, wow, das ist, hier hast du das Erlebnis, jetzt ist die Explosion, ne? Hier bist du, jetzt ist es schon keine Vision mehr. In dem Moment, wo du es hier wahrnehmen kannst, ist es da. Ja, es ist Teil von dir geworden. Die restlichen Sinne, also das Fühlen über Hautrezeptoren. Was passiert, wenn du etwas anfasst und du hast die Augen zu? Dann schaut dein Gehirn nach, kenne ich das? Kenne ich die Oberfläche? Ja, kenne ich die Beschaffenheit, die Größe, da ist ein Gewinde drin. Ach ja, das ist ein Deckel von einer Flasche. Ja, es findet im Kopf statt, in deiner Rationalität. Nicht dort, wo du ausstrahlst, ja, wo Emotion geschieht. 5. ist das Hören. Dasselbe, es geht durchs Gehirn, es wird bewertet. Was höre ich? Habe ich das schon mal gehört? Was ist das für ein Klang? Was ist das für ein Geräusch? Es wird verglichen und abgewogen. Und das Gleiche natürlich auch beim Sehen. Weil im Prinzip sehen kannst du nur eins. Und das, was du siehst, ist Reflexion von Licht. Das Bild entsteht in deinem Kopf. Und das Bild ist individuell. Also jeder von euch sieht mich unterschiedlich, weil du bringst bestimmte Bestandteile von mir mit deinem bisherig Erlebten in Verbindung. Das kann sein, der Bart, oh, der hat so einen Bart wie mein Ex-Freund, ja, nichts Gutes. Ja? Jemand anders sagt, oh, der ist so groß wie meine große Liebe, ja, ist was Gutes. Es findet bei dir statt, ja? Deine Sinne. Und somit sind die Sinne für uns nicht wichtig. Ja, das sind die, die wir nicht brauchen. Die, die wir brauchen, sind die. Die brauchst du, um eine Vision für dich erlebbar zu machen. Bei den
nur deine Bewertung. Ja? Jetzt sind wir Menschen, ja Menschen, die oft in dieser modernen Welt tatsächlich glauben, dass wir so viel mit unserer Rationalität machen. Wer glaubt, dass du ein hauptsächlich rationelles Wesen bist, also das bewusst über Gedanken sein gesamtes Leben steuert? Wer glaubt es? Wenig. Oder sind alle zu faul, die Hand zu heben? Okay. Wenig, das ist gut, weil du bist nämlich gar kein rationelles Wesen. Die meisten Menschen glauben, sie sind rationell. Ja, wir machen alles über unsere Gedanken. Nein, tatsächlich sind deine ersten Impulse finden immer hierüber statt. Und dann erst fängst du zu denken an. Nämlich zum Zweifeln. Ist es denn richtig? Ja, du nimmst die ersten Impulse und bringst sie dahin, wo du drüber nachdenkst, ob es gut ist. Und das ist das, was uns Menschen verloren gegangen ist in unserer Welt. Es ist Unsicherheit, die da ist bei uns. Und das macht uns Angst. Unsicherheit, ein Fragezeichen, macht uns Angst. Ja? Dein Verstand weiß nicht, was ist jetzt. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn dein Verstand nicht weiß, was ist jetzt. Wie willst du etwas verändern, wenn du nicht weißt, was kommt? Deswegen denkst du über alles nach. So lange, bis dein Gehirn ein Bild hat. Und dieses Bild wird meistens damit zu tun haben, dich in eine Sicherheit zu bringen. Weil ein Zentrum deines Gehirns, und da sind wir wieder bei der Epiphyse, ist für zwei Arten der Hormonausschüttung zuständig. Das ist, um glücklich zu sein und um dich sicher zu fühlen. Was glaubst du, wie ist bei uns modernen Menschen so die Aufteilung gemacht? Wie viel Prozent sind eher für Glück zuständig und wie viel Prozent sind für Sicherheit zuständig? 80% Sicherheit. Ja, das ist sehr hoch gegriffen, ja. Also so Forschungsergebnisse liegen so bei 70% Sicherheit und 30% geht es darum, dass du glücklich bist. Also dieser Bereich deiner bewussten Wahrnehmung, deines Denkens, deines Bewertens, deines Überlegens und Grübelns wird immer versuchen, dich in Sicherheit zu wiegen und nicht dich glücklich zu sehen. Darum geht es gar nicht. Ja? Sicher zu sein, das ist aber nur bei uns so. Wenn du in Naturvölkern schaust, ich war sehr viel in Brasilien, im Amazonas und habe mit Völkern befasst, die anders leben als wie wir, also die noch von dem leben, was sie tatsächlich sammeln, jagen können, ohne irgendeinen großen Lebensdruck zu haben. Dort ist auch der Umgang mit Kindern ganz anders. Ich kann mich erinnern, ich war in Peru relativ hoch bei einem so kleinen Bergvolk und dort waren die Kinder und die Frauen ja eh permanent zusammen, also da gibt es das ja nicht, dass man Kinder abgibt, also Frauen und Kinder sind immer zusammen, bis sich die Kinder alleine entfernen. Und es gab einen Platz und dieser Platz war so der Sprechplatz der Frauen, also da sind die Frauen hingegangen, um zu sprechen. Und das war auf dem Berg, wo eine Klippe runtergeht und die Klippe war gut 200 Meter tief, ohne Zaun natürlich. Ja. Da krabbeln die Kinder an den Rand, so nahe an dem Rand, da hat nicht einer Angst. Da sagt nicht einer zu dem Kind, oh Gott, mir bleibt das Herz stehen. Und die Kinder krabbeln da nah dran. Die haben das Gefühl, da geht's runter. Da passiert nichts, da ist noch nie ein Kind runtergefallen. Ja? Also die kennen das nicht, so sicher zu denken. Die sind glücklich. Die sind glücklich, weil sie in der Selbstverantwortung sind. Und nicht, weil es für alles etwas gibt, wo ihnen jemand was abnimmt, wo sie in Abhängigkeiten stehen. Jede Abhängigkeit, die du hast, macht dich unsicher, nicht sicher. Du glaubst immer, es macht dich sicher, wenn du eine Versicherung hast. Das ist ein Unwort. Versicherung. Das Scheitern ist im Wort. Ja, die Vorsilbe fair setzt voraus, dass es scheitern wird.
Ja, es ist unsinnig, solche Wörter. Ja? Und du kannst nicht sicher sein. Du kannst dich für nichts versichern. Du kannst heute rausgehen und dir fällt ein Blumentopf auf den Kopf. Ja, oder keine Ahnung, eine Toilette von einer Raumstation. Und dann war's das. Ja, du weißt nicht, was passiert. Du kannst das Leben nicht vorausplanen. Das Leben ist nun mal in permanenter Bewegung und nicht linear und nicht vorhersehbar. Ja, es geht nicht. Also bleib doch gelassen. Ich habe so einen schönen Satz. Hab keine Angst vor der Zukunft. Die war schon immer da. Ja, die hat noch nie jemand geschadet. Zukunft ist super, aber du kannst nicht planen, was morgen passiert. Ja, und ihr alle kennt das, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Aber genau das ist, was unser Verstand, ja, wieder ein Unwort, Verstand, also auf dem falschen Standpunkt, unser Verstand braucht, unser Verstand braucht, damit er überhaupt funktionieren kann, was? Ein Gehirn? Super, ich bezeichne das mal so als ganzes Konstrukt. Ja, Verstand, Gehirn, Bewusstsein. Was dein Verstand absolut nicht braucht, um es ganz einfach auszudrücken, ist das Jetzt. Was dein Verstand braucht, ist alles, was das Jetzt nicht ist. Was dein Verstand braucht, ist eine Vergangenheit. Das ist ganz wichtig, weil ohne Vergangenheit könnte er nicht funktionieren. Es gibt keinen Input, es gibt kein Erlebnis. Vergangenheit, auch ein Unwort. Und es braucht, und der Verstand kreiert dann, das macht er übrigens nur aus der Vergangenheit, deine Zukunft. Auch ein interessantes Wort, Zukunft. Ne? Also dein Verstand nimmt das, was schon lange vorbei ist, was dich eigentlich gar nicht mehr interessieren sollte, und baut dir daraus eine vermeintliche Zukunft. Und zwar, um dich in dieser Zukunft sicher zu sehen. Ja, hier sollst du sicher sein. Das ist für deinen Verstand wichtiger, als glücklich zu sein. Aber nur für uns moderne Menschen. Für Menschen, die nicht diese Moderne haben wie wir, nicht diese Abhängigkeiten haben, sondern die frei sind, ist das Verhältnis umgedreht, und dann sind es die Zahlen, die du gerade gesagt hast. Weil bei den Völkern, die in der Natur leben, ist der Bereich zu 80% damit beschäftigt, dich glücklich zu sehen. Und nur 20%, dass du sicher bist. Sicherheit spielt keine Rolle. Also ist Sicherheit etwas, was du vom Gefühl her trainieren kannst. Und das ist ein Thema, das mich sehr lange beschäftigt, unbewusst beschäftigt. Ich habe mit 11 Jahren angefangen, Kampfsport zu machen. Und in Kampfsport, ich habe viele Turniere bestritten, gibt es sowas wie Sicherheit nicht. Ja? Egal wie viele Handschuhe du hast oder wie viele Techniken du kennst, du brichst dir immer ein Finger oder ein Handgelenk oder hast blaue Flecken. Es geht ohne das nicht. Ja? Wenn du in den Ring steigst, weißt du, es kann alles passieren. Ja? Und es kann schlimm ausgehen, es kann nicht schlimm ausgehen. Du weißt es, und genau das ist das Leben. Ja? Du kannst auch mal gut rausgehen. Hast du nicht einen einzigen Schlag abbekommen, war super. Dann hat der andere die Erfahrung gemacht, die du vielleicht sonst immer machst. Ja. Aber du kannst keine Sicherheit haben. Ich habe mir das Thema Abhängigkeiten sehr genau angeschaut. Ich komme aus einer Familie, in der es viel Gewalt gab, von seitens der Mutter. Meine Eltern haben sich früh getrennt.
Und für mich war relativ schnell klar, ich will mein eigenes Leben. Bin mit 15 Jahren von zu Hause ausgezogen, habe alles getan, dass ich das mit 15 tun konnte. Ich habe mit 15 Jahren, war ich schon fertig mit dem Abitur, ich habe das Abitur gemacht mit 15 Jahren, bin mit 15 ausgezogen von zu Hause, um alleine zu sein, um nicht in einer Abhängigkeit stehen zu müssen. Also dieser Drang ohne Abhängigkeit war für mich sehr, sehr wichtig, mein ganzes Leben lang. Ich habe sehr lange keine Krankenversicherung, Rentenversicherungen und so weiter gehabt, bis die Versicherungspflicht gekommen ist. Ja? Heute habe ich wieder keine Krankenversicherung, weil es Möglichkeiten gibt, aus der Versicherungspflicht rauszukommen. Also ich habe meine Fers verkleinert, meine Abhängigkeiten verkleinert. Es gibt Bereiche, die musst du haben, wie eine Autoversicherung, ist ans Auto gebunden. Ja? Es geht nicht anders. Wenn du Auto fahren willst, brauchst du das. Aber ansonsten, ich stehe für das gerade, für das ich in meinem Leben bin. Ich bin in Eigenverantwortung, in Selbstverantwortung. Und das macht am Anfang scheiße Angst. Das macht Angst, weil du natürlich genau das, was die anderen sagen. Was ist, wenn dir was passiert? Aber wenn du mal bewusst zurückschaust in deine Vergangenheit, wie oft ist dir was passiert? Und mir ist komischerweise in der Gesundheit so gut wie nie was passiert. Und es ist für mich gar kein Problem, wenn mir was passiert, es selbst zu bezahlen, weil ich die letzten 30 Jahre gespart habe. Ja, das, was ich einbezahlt hätte, liegt da. Und es ist meins und ich bin nicht abhängig. Ich brauche niemanden, weil es ist nur dein Leben. Ja? Wenn du in deinem Leben was verändern willst, ist es wichtig, dass du dein Leben auch in deinen Händen hast. Wie willst du was verändern, wenn es nicht geht? Ja? Wenn du überall angebunden bist. Wir reden immer von Veränderungen. Wir haben so viele tolle Veränderungspläne. Ja, die funktionieren, solange du dranbleibst mit viel Energie und mit viel Aufwand. Ja, schön, aber genau deswegen funktionieren sie nicht, weil du eben nicht dranbleibst, weil es zu mühselig ist. Veränderung kann nur dann passieren, wenn sie bei dir passiert. Also das, was du wirklich bist und du nicht eine Rolle veränderst. Mag euch ein Beispiel geben, Partnerschaft. Ja, Partnerschaft ist so ein großes Thema. Jemand dabei, der sich so die ideale Partnerschaft wünscht? Ja? Super, okay. Die Ohrenspitzen für euch ist ganz besonders wertvoll. So, wenn du dir eine ideale Partnerschaft wünschst, dann ist mehr als wie in allen anderen Bereichen wichtig, dass du genau weißt, wer du bist. Weil, was machen wir, wenn wir jemanden kennenlernen? Machst dich besonders hübsch. Ja? Nicht nur äußerlich, auch innerlich, na sicher. Du zeigst dich von deiner allerbesten Seite. Ja? Du bist hellwach aufmerksam. Ja? Du öffnest jede Tür, du hilfst in jede Jacke, du ritschst jeden Stuhl vielleicht sogar zurecht. Ja? Du bist permanent da, du willst glänzen. Ne? Du möchtest bitte mit diesen Menschen zusammenkommen. Das ist dir wichtig. Und du legst dich ins Zeug, dass es funktioniert. Ja, und irgendwann hast du es geschafft. Du hast dein Ziel erreicht. Dein Ziel war nicht, ich will mit dem Menschen alt werden. Ja, bis zum Lebensende zusammen sein. Dein Ziel war, ich will diesen Menschen jetzt. Ja, so schnell wie möglich, so nah wie möglich und so umfangreich wie möglich. Und dafür tust du etwas. Und dann hast du das Ziel und jetzt fehlt dein Motor. Und es geht zurück und das sind die 100 Honeymoon-Tage. Du hast nur 100 Tage. Nach 100 Tagen ist die Energie, die du am Anfang produziert hast, weg. Also das Einzige, wie du dauerhaft in eine Partnerschaft kommst, ist, sei du. Weil dann wirst du den Partner finden, der auch immer nur dich gesehen hat. Und ja, du hast total scheiß Seiten an dir. Ja? Du bist oft wütend,
Du schaust oft überhaupt nicht gut aus. Ja. Du musst auch mal vielleicht im Büro pupsen. Ja, ist halt so. Du musst dich nicht permanent zurückhalten. Du darfst das alles. Du darfst unleidig sein, du darfst ungerecht sein. Alles das ist möglich, weil du kannst es ja. Du kannst es ja sein. Warum zwingst du dich, ein Teil von dir nicht zu sein? Unser Ich ist ein gespaltenes Ich. Ja? Unser geprägtes Ich ist gespalten. Und ein Teil unseres Ichs ist das, was deine Eltern nicht wollten, was deine Lehrer nicht wollten, was deine Nachbarn, deine Familie nicht wollten. Deine dunklen Seiten, ja? Wenn du zornig bist, wenn du laut bist, wenn du ungerecht bist, wenn du jemanden verletzt. Und das wurde dir immer gezeigt, das darfst du nicht. Und du hast Seiten der Schönheit. Ja. Hier lieben dich die Menschen. Wenn du lachst, wenn du fröhlich bist, wenn du hilfsbereit bist, ja, dann wollen dich die Menschen. Also fängst du an, genau das zu sein. Und du willst das sein. Und in der heutigen Zeit, in der Spiritualität, ist das ein Bereich, der sehr gefährlich ist, weil das ist auch der Bereich von Love. Ja, wir gehen alle Richtung Liebe. Und wir wollen die Liebe sein. Wir wollen das Licht sein. Doch du bist auch furchtbar hässlich. Und du bist abgrundtief böse. Das bist du. Du kannst es sein. Jeder von euch kann jemanden verletzen, sofort. Du kannst es, aber du musst es nicht tun. Also, warum verleugnest du dich? Wir verleugnen uns in dem, was uns andere gezeigt haben, es ist nicht gut im Umgang in einem Kollektiv. Und du bist es nicht. Ich war in meiner Jugend ein sehr aggressiver Mensch. Das ging bis ins junge Erwachsenenalter. Sehr aggressiv. Ich konnte es kanalisieren über Sport, über Meditationen, die ich machen musste. Ja, im Sport, wir mussten meditieren. Darüber konnte ich es kanalisieren. Aber mein Problem war, dass ich mir ab Kindheit gesagt habe, Gewalt darfst du nicht sein. Ja, gewalttätig war meine Mutter. Und das habe ich verurteilt. Sie ist gewalttätig, Kindern gegenüber. Und sie hat mich so viel geschlagen. Und für mich war immer klar, ich bin das nicht. Und je öfters, dass ich gesagt habe, ich bin das nicht, je stärker war der Druck. Ja? Und das ist ein Pulverfass. Und irgendwann, wie ein Schnellkochtopf, macht dieses Pulverfass auf und dann kommt alles raus und dann entlädt sich's. Und dann hast du jemanden verletzt, und dann verletzt du dich selber und sagst, oh Gott, was habe ich getan? Du bist so abgrundtief schlecht. Ja? Und du musst es noch fester halten. Du musst dich noch mehr konditionieren. Und der Druck wird noch mehr und stärker. Bis irgendwann in mir gesagt hat, warum mache ich das eigentlich? Ich darf doch alles sein. Ich darf lügen, betrügen, böse sein, unartig sein. Ich darf alles tun. Ich habe die Möglichkeit, die ist mir gegeben worden, die Möglichkeit. Ich kann wählen, tue ich es oder tue ich es nicht. Aber ich muss mir eingestehen, ich bin es. Nicht ich darf es. Ich bin hässlich. Ich bin ungerecht. Ich bin aggressiv. Ja, das bin ich. Und heute habe ich meinen Frieden damit, weil ich weiß, ich brauche nur den Bereich von mir Aufmerksamkeit schenken, den ich auch leben und erleben will. Aber das andere bin ich. Und damit dürfen andere komischerweise im Außen auf einmal auch verletzend sein. Weil es ist ihre Wahl. Sie haben sich entschieden, das zu tun. Dann dürfen sie verletzen. Und eine Verletzung, die ich sehe, wenn ich heute überhaupt Nachrichten mitbekommen. Aber wie vor ein paar Jahren, was mich sehr beschäftigt hat und
was ich mir in mir sehr genau angeschaut habe. Als der junge Mann mit dem LKW oder was es gewesen ist, durch die Grazer Getreidegasse, glaube ich, war es, gefahren ist und so viele Menschen gestorben sind. Ne? Das ist ein Moment, ja, das ist ein Moment, da stehst du da und denkst, was ist jetzt passiert? Ja? Und solche Momente mag ich, weil solche Momente bewegen uns emotional. Und ich mag es, bei mir anzuschauen, was bewegt sich bei mir und was ist das Erste, was sich bewegt. Und das Erste war, wie viele anderen, es gibt einen Schuldigen. Ja? Und es gibt einen, das ist der Verursacher und der hat Schuld an dem Ganzen. Und jetzt bin ich aber so sensibilisiert drauf, dass ich sowas gleich abfange und sage, ah, meine Wahrnehmung entsteht aus meiner Vergangenheit. Ja, also ich nehme ja gerade etwas wahr. Und dann sagt in mir drin etwas, stopp, schau dir das anders an. Schau es dir nicht aus dir an, aus einer Vorbewertung, sondern schau es dir neutral an. Und dann kann es ich in meinen Frieden bringen. Und es ist auch nur für mich wichtig, dass es friedlich ist. Weil solange es mit mir etwas macht, ist bei mir etwas nicht geheilt. Erst wenn es bei mir nichts mehr macht, dass ich es als eine Situation sehen kann, die dazugehört. Weil es gibt die Zerstörung und es gibt das Leben. Es werden Menschen sterben, es werden Menschen geboren. Es wird Gewalt geben, es wird Frieden geben. Solange wir Polaritäten bedienen in einem großen Feld, wird es immer nicht nur eine Polarität geben, sondern bedienen wir die Liebe, haben wir das Gegenteil von Liebe gerade erschaffen. Erst wenn du nichts mehr machst, nämlich im Jetzt bist, ist Polarität verschmolzen. Aber da gehören wir als Menschen zu einer ganz besonderen Spezies, weil wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die genau das können. Nur wir können Polaritäten vereinen. Und zwar hier in deinem Herzen. Dort kannst du das vereinen. Und das sind große Übungen. Und das ist nicht einfach. Wenn so ein Erlebnis passiert, den Menschen, der es verursacht hat, aus welchen Gründen auch immer, das wissen wir nicht. Ja, wir können es nur vermuten und jede Vermutung ist scheiße. Ja, weil jede Vermutung sagt, es ist eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten. Also lasse ich diese Vermutung und sage, es gibt einen Beweggrund, eine Triebfeder, weil immer wenn es eine Bewegung gibt, gab es einen Auslöser. Ja? Und wenn es einen Auslöser gibt und es hat sich etwas bewegt, dann ist dieser Grund da. Wir kennen den Grund nicht. Aber jetzt kann ich diesen Menschen nehmen und kann ihn bei mir hier hinpacken. Und dann kann ich alle, die Schreckliches erfahren haben, auch mit dazu packen. Ja? Das ist schwer. Ich weine 3-4 Tage lang, ja, weil mir das nahe gibt. Das geht mir heute noch nahe. Aber ich krieg's in mir, in einen Frieden. Und das ist so wichtig. Ja? Und das kannst nur du. Und es hilft niemandem zu sagen, wir verlieren uns wieder da, wo wir uns permanent verlieren, nämlich im Außen. Weil was bist du im Außen? Nicht in deiner Macht. Du bist im Außen machtlos. Das Außen hat deine Macht. Ja? Bleib in deiner Macht. Ja, das ist wichtig. Und das bist du immer hier. Das ist die Vereinigung der Polaritäten und daher heraus kann alles entstehen und da heraus geschieht auch deine Veränderung. Und ich habe so schöne Karten, die wir euch geben. Ja? Für den Bereich, wenn du dich wieder verlierst in einer Bewertung, ist es ganz wichtig, dass du aus deiner Vergangenheit auch aussteigen kannst. Weil deine Vergangenheit hat dich geprägt. Dort bist du der, der das nicht sehen kann. Dort bist du der, der verurteilt, beurteilt. Ja? Ein Stopp und du brauchst ein bildliches Stopp. Ein Stopp, das dich da anspricht, wo Bilder sind, wo Emotionen sind. Im Hippocampus,
das brauchst du. Ja? Du musst dir das Bild vorstellen. Deswegen haben wir es gedruckt, ne? Weil es einfach schön ist, wenn du draufschauen kannst und kannst ganz bewusst sagen, stopp, ich mache da nicht mit. Ich steige nicht darauf ein, dass es einen Bösen gibt. Du machst dir das Leben damit echt zu leicht. Ja, es ist leicht zu sagen, oh, da gibt es eine Schuld, ich habe nichts damit zu tun. Bup. Nein, damit hast du was zu tun. Stopp, hör auf damit. Ja. Und jetzt brauchst du noch etwas, da spreche ich heute abends deutlicher drüber, eine Physiologie, weil du kannst deine alte Erinnerung und die Physiologie nicht voneinander trennen. Also das heißt, dein Körper gehört mit dazu. Also du brauchst eine Bewegung im Körper. Wenn du schon Stopp sagst, dann binde deinen Körper mit ein und dreh dich einmal auf deine rechte Seite. Die rechte Seite ist die, die dich von dir wegführt. Ja, du bist die linke Seite, das ist die Freundlichkeit, das ist die Schönheit, das ist die Wahrheit, das bist du. Und das ist das Außen, die rechte Seite. Dreh dich auf deine rechte Seite und sei dir bewusst, im Moment, wo dieses Stoppschild immer noch aktiv ist, ich bin jetzt in der falschen Richtung unterwegs. Und jetzt dreh dich in die richtige Richtung. Und geh jetzt in die richtige Richtung. Was du damit gemacht hast, ist, du hast alte, andauernde Prozesse unterbunden. Und es kann nur etwas Neues entstehen, wenn Altes weggeht. Ansonsten, du brauchst bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ja, bis du die Energie abbaust, die du über viele Jahre aufgebaut hast. Und wie ein Glas, wenn du ein volles Glas hast und es bietet dir jemand Champagner an, dann heißt es, entweder auf Champagner zu verzichten oder aufs Wasser zu verzichten. Trink vorher einen Schluck Wasser oder trink das Glas aus, weil Champagner mit Wasser schmeckt auch scheiße. Ja. Trink vorher das Wasser und dann passt der Champagner rein. Also wenn du etwas in dein Leben verändern willst, alte Glaubenssätze, Wahrnehmungsmuster, Automatismen, die wir alle haben, geprägt vom Außen. Wir haben nie nachgefragt, ist das gut für uns? Wir konnten nicht fragen, du hattest keine Rationalität. Es ist dir vorgelebt worden, das Leben ist so. Wenn du das verändern willst, bitte nutz das. Und wenn du auf der linken Seite bist, dann drehst du es einfach so mit. Dann hast du eine grüne Ampel. Und auf der grünen Ampel steht, als Meister meines Lebens empfange ich nur, was hilfreich und wertvoll für mich ist. Verändere dazu deine Physiologie, deinen Körper, deine Körperhaltung. Weil wenn du aggressiv bist, hast du eine Körperhaltung, die auf Aggression ausgerichtet ist. Dann nimm eine liebevolle Haltung ein. Wenn du in der Depression bist, ja, nimm eine starke Haltung ein. Du kannst nicht depressiv sein, wenn die Schultern runterhängen. Oder nicht fröhlich sein, wenn die Schultern runterhängen. Und du kannst nicht depressiv sein, wenn du aufrecht stehst. Ja, also es ist wichtig, verändere deine Physiologie. Die gehört mit zu deinem momentanen Empfinden. Dein Empfinden, deine Physiologie ist immer eins. Und damit durchbrichst du ganz, ganz schnell die Bereiche in deinem Leben. Also wir haben genügend da, es kann sich jeder welche mitnehmen, so dass du da mit dir arbeiten kannst. Was ist es, was die drei wertvollsten Punkte sind, mit denen du dich beschäftigen solltest, bevor du überhaupt an Veränderung denkst? Weil nichts ist schlimmer für dein Unterbewusstsein, als dass du oft in deinem Leben versuchst, dich zu verändern und es dann ja doch wieder nicht schaffst. Ja? Weil du dich nicht lang genug konditionieren kannst, weil du nicht weißt, wie, weil du nicht weißt, wie du ein Ziel definierst oder eine Vision definierst, weil du nicht weißt, wo ist der erste Schritt, weil du nicht weißt, wie gehe ich mit meinen Zweifeln um. Ja? Es sind so viele Fragen, die wir oft nicht erfüllen können. Und ich kann dir nur eins sagen, vergiss einen Großteil dieser schnellen Tipps, die gemacht werden,
Ich spreche da heute abends drüber in unserem Workshop, weil in unserem Workshop geht es tatsächlich darum, anzufangen und mit Lösungen zu arbeiten. Aber vergiss diese Lösungen wie, genau, love it, change it, leave it, oder love it, leave it, change it. Vergiss diese Sachen, wenn die funktionieren würden, wär's ja nicht hier. Weil sie funktionieren nicht. Es funktioniert, du kannst es nicht lernen zu lieben. Du kannst es nicht lernen zu verlassen und du kannst und ändern, das ändern. Du kannst im Außen nichts ändern. Hör auf, andere zu ändern. Ja? Veränderung kann nur bei dir passieren. Du bist es, niemand anders. Du bist kein Opfer, du bist Meister. Und wenn du ein Meister bist, liegt alles an dir und nie an jemand anderen. Dann bist du kein Meister. Ja? Also, Erste, was allerwichtigsten ist, ist das Ich. Ich definiere dein Ich. Dein Startpunkt, wenn du keinen Startpunkt hast, gibt es kein Ziel. Ja? Du kannst jetzt nicht ein Taxi anrufen und zum Taxi sagen, holen Sie mich bitte ab, ich möchte zum Hauptbahnhof. Toll, und dann legst du auf. Super. Wenn der nicht weiß, wo du bist, kann er dich nicht abholen. Wie soll etwas zu dir kommen, wenn du nicht mal existent bist? Du bist nicht existent. Die meisten Menschen sind nicht existent. Du bist ein Produkt von außen, aber nicht du. Also, was bist du? Dann hast du einen Ausgangsort. Und wenn du weißt, wer du bist, ja, also das You, ich schreibe es nochmal mit dazu, das You, dann ist es natürlich auch gut, wenn das Taxi zu dir kommt und das Taxi steht da und sagt, wo wollen Sie hin? Und du sagst, fahren Sie mich halt irgendwo hin. Ja? Dann fährt er dich natürlich doch gerade spazieren, das ist toll, weil die Uhr läuft. Ja? Aber hier geht es jetzt ums Who, also dein Ziel, wo willst du hin? Also deine Vision, also ich mag dieses Wort Ziel nicht, ja? Also deine Vision, weil ein Ziel ist was rationell definiertes, eine Vision ist was gelebtes. Also das Who brauchst du hier. Und dann brauchst du als Drittes, wenn du diese beiden Punkte weißt, dann weißt du den Weg. Du weißt, was du verändern musst von hier nach da. Das ist deine Veränderung. Und die darfst du zum Leben erwecken. Also das ist deine Vision. Und dann wird am Ende eins sein, dass wenn du hier ankommst, was hast du dann? Wenn du hier angekommen bist? Ein Ergebnis, genau, und dieses Ergebnis heißt Juhu! Ja, das ist das Ergebnis. Das Ergebnis ist Juhu, du bist da. Und du bist schnell da, weil du bist da, wenn du das hast. Du hast das Juhu sofort. Und das Juhu ist jetzt dein Motor. Weil dieses Erlebnis findet in dir statt. Es ist da. Dein Hippocampus, dein Hypothalamus, deine Epiphyse können dieses Gefühl, das du hier generierst, dieses Yes, es ist in mir, ich kann es sehen, ich kann es fühlen, ich kann es spüren, es ist da, es lebt hier, nicht von einem echten Erlebnis unterscheiden. Die Hormonausschüttung, die du hier hast, ist exakt die gleiche, als wäre es wirklich passiert. Und jetzt bist du in einer anderen Lebensresonanz. Jetzt begegnet dir das Leben. Das Leben muss zu dir, nicht du zum Leben. Ja, das Leben ist dafür da, dass es dich erfüllt. Du bist nicht dafür da, dass du dem Leben hinterherrennst. Das Leben erfüllt dich. Lass es dich erfüllen. Ja, wehr dich nicht so vehement dagegen. Wir verrennen uns permanent in irgendein, ich muss so viel tun, ich muss so viel machen und ich muss dafür kämpfen. Nein, du musst nicht kämpfen. Es geht
ganz ohne Kampf. Du darfst dafür etwas tun, aber du hast dieses Gefühl dahinter. Was erfolgreiche Menschen alle eins gemeinsam haben, ist, sie sind Macher. Sie stehen in der Früh auf, sie lachen und sie machen es, weil sie es wollen. Sie wollen es machen. Wenn ein Zauberkünstler vor deinen Augen eine Karte einfach verschwinden lässt, ohne dass du es gesehen hast, damit sie in der anderen Hand einfach aus dem Nichts erscheint. Ja. Was glaubst du, wie lange braucht ein Zauberkünstler, damit er diesen einen Trick machen kann? Wie oft muss er das üben? Was für dich so leicht ausschaut, sind 20.000 Mal üben. Er macht ein und denselben Bewegungsablauf 20.000 Mal, bis er es kann. Und wenn er es einmal kann, muss er es jeden Tag trainieren, damit er die Fertigkeit nicht verliert. Und weißt du, warum das er es tut? Weil er es will. Er will es. Ja? Das ist seine Vision. Und das existiert in ihm. Und das gibt ihm die Power, es x-tausend Mal zu probieren. Und wo am Anfang 100% der Freunde sagen, nee, das haben wir alles gesehen. Die guten Freunde. Ja? Irgendwann haben es die ersten 20% nicht gesehen. Und irgendwann sieht es keiner mehr, weil er diese Fingerfertigkeit hat. Und dann übt er den nächsten Trick 20.000 Mal, bis der sitzt. Ein Zauberer, ein guter Zauberer in so einer Table Magic Show, ja, der ein Programm von 2, 2,5 Stunden macht, braucht dafür 3 bis 4 Jahre, damit dieses Programm so abläuft, dass wenn du vor ihm sitzt, du nicht siehst, wie die Münze von hier nach da kommt. Du hast nicht den Hauch einer Chance, es zu sehen. Und das macht er vor dir mit geschlossenen Augen. Das macht er blind, weil er den Bewegungsablauf 20, 30, 40.000 Mal gemacht hat. Aber er will es können. Und wenn du eine Vision hast, dann sollte sie genau so sein. Und jeder von euch hatte diese Vision schon einmal in dein Leben. Und ihr alle habt es geschafft, über alle Hürden hinweg, über alle Unzulänglichkeiten hinweg, über jeden Schmerz und über jedes Mal, wo du gescheitert bist. Du hast es probiert, bis du es kannst. Jeder einzelne von euch. Und ich kann es euch beweisen, dass es auch wirklich jeder von euch geschafft hat. Wollt ihr es bewiesen haben? Ja, dann steht alle einmal auf. Super. Stell dich mal kurz auf ein Bein, egal welches. Super. Auf das andere Bein. Einmal kurz hüpfen. Das war der Beweis. Yes! Was du gelernt hast, weil du es unbedingt wolltest, ist, du hast laufen gelernt. Und glaub mir eins, laufen zu lernen ist wesentlich schwieriger, wie an deine Träume zu kommen. Dich hat's hunderte von Malen auf den Arsch gelassen. Du hast dir den Kopf angehauen, du hast dir hier wehgetan, du hast dir da wehgetan. Dir war schwindelig, du warst unsicher und du bist immer wieder aufgestanden. Und niemand musste neben dir stehen und sagen, hopp, 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 hopp. Na? Nein, du hast es gemacht, weil du es verdammt nochmal wolltest. Und du kannst Ziele, Visionen nur erreichen, wenn du es wirklich willst. Wenn du dein You und dein Who definierst, lass dir Zeit dafür. Ich habe 2 Jahre gebraucht, 2 Jahre.
bis ich jemandem sagen konnte, was ich wirklich, wirklich will. Weil nur wenn du es wirklich, wirklich willst, wirst du es immer wieder tun. Egal gegen welche Wand du läufst. Ja. Egal was passiert, du wirst nicht aufgeben. Und jedes Scheitern ist für dich nur ein Zeichen, dass du gerade gelernt hast und jetzt in eine andere Richtung gehst. Und du wirst nur die Richtung ändern. Und du wirst weitermachen. Du wirst es wieder probieren und wieder probieren und wieder probieren. Wenn nicht, hattest du keine Vision. Ganz einfach. Weil du weißt jetzt, was eine Vision ist, wie sich's anfühlt. Ja? Du musst es wollen. Ja, wenn jemand sagt, naja, will 20 Kilo abnehmen, weil schaut halt besser aus. Nein, das reicht nicht. Ja? Wenn du aber sagst, ich habe die Schnauze voll, ja, weil ich, wenn ich in den dritten Stock raufgehe, keine Luft mehr kriege, weil ich schwitze wie ein Sau, ja, weil ich mich einfach nicht mehr gut fühle, ich hab satt, ich will endlich, dann kannst du es abnehmen. Ansonsten geht es nicht, es geht nicht. Ja, und da helfen dir keine schlauen Ratschläge, lern dich lieben und dann vergeht es von selbst. Ja, nein, es funktioniert nicht. Und frag die, die es probiert haben. Ja. Wir bräuchten heute hier nicht sein, wir bräuchten über sowas nicht sprechen, wenn diese Sachen alle funktionieren würden, dann gibt es ein Patentrezept, dann wäre jeder dabei. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Danke fürs Mitmachen. Von bitte. Eine Frage noch wegen dieser Zaubergeschichte. Mhm. Das heißt, dass die Zauberer gar nicht zaubern können. Genau. Super. Es tut mir leid, ja. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade Illusionen zerstört habe. Ja. Sag mir jetzt. Hab mich jetzt meinen Faden gerade verlieren lassen, ja, aber das macht nichts. Ich hole den wieder. Ja, ich bin, wenn du es wirklich willst. Genau. Ja, wenn du. Ja, deine Motivation ist es und deine Motivation muss aus dir herauskommen. Nicht von außen. Es muss bei dir sein. Also schau, dass du wirklich etwas findest, was dich in der Früh motiviert, was dich aufstehen lässt. Finde etwas, was du mit Begeisterung tust, wo du nicht drüber nachdenkst, wie lange mache ich das? Kriege ich da Geld dafür? Kann ich davon leben? Kann ich davon meine Familie ernähren? Das ist scheißegal. Alles, definitiv alles. Und wenn dir kleine Deckchen häkeln, das ist, was du machen möchtest und was dich erfüllt, dann garantiere ich dir, dass du damit eine ganze Familie ernähren kannst, dass du damit absolut sorgenfrei dein Leben verbringen kannst und dass du in der Früh aufstehen wirst und du wirst lachen, nur weil du jetzt gleich wieder das machen kannst, was du liebst. Das muss nicht immer das Gleiche durchgehend im Leben sein. Ich habe viel gemacht in meinem Leben und ich habe fast alles wirklich geliebt, bis auf früher meditieren. Ja? Ich habe es gehasst. Ja? Wenn du 8 Jahre lang dreimal die Woche 1 Stunde meditieren musst, du hast es. Ja? Als Kind, ja? Also mit 11 Jahren angefangen. Ja? Bis 19 musste ich meditieren. Ja? Dreimal die Woche. Das ist so eine schreckliche Erinnerung. Heute bin ich so dankbar darüber, dass ich es musste. Weil ich wirklich still sein kann in mir. Ja? Und das war sensationell von unserem Trainer damals. Aber natürlich verändert sich auch mal etwas. Dann veränder's. Das heißt nicht, du hast einmal eine Vision, ja, das war's. Hab eine zweite, hab eine dritte, hab eine vierte. Das ist nicht starr. Ziele sind starr. Ein Ziel ist klar definiert. Da hast du etwas, das mache ich an den und den und den und den aus. Und dann gehst du wie ein Brecheisen auf einer Linie. Nein, das ist keine Vision. Eine Vision lebt. Und die verändert sich auch permanent. Die darf dynamisch sein. Die darf mit deinem Lebensfluss andere Gestalt annehmen. Und das wird sie tun. Ja?
Ein vierter Tipp noch mit dazu zum Abschluss. Pack's in 3 Minuten deine Vision und erzähl es so vielen Menschen wie möglich in 3 Minuten, nicht mehr und nicht weniger. Alles, was du in 3 Minuten sagen kannst, ist die Essenz. Generell für alles in dein Leben. Wenn du sagen möchtest, warum du etwas tust, sag es in 3 Minuten und du weißt selber, was deine Essenz ist im Leben. Ja? Für die, die nicht wissen, warum du in eine Arbeit rennst, definier mal in 3 Minuten, warum du es tust. Und du beschäftigst dich mit einem Thema, das essentiell wichtig ist für dich. Ja, die 3 Minuten sind gut für fast alle deine Lebensbereiche, um dich mit Themen zu beschäftigen. Weil du musst dich beschäftigen. Ja. Und sprich laut darüber. Es muss raus. So, das ist so ein kleiner Einblick. Wir wollen heute Abend ab 18 Uhr haben wir noch einen Workshop. Es geht um Vision. Da geht es tatsächlich um 7 Punkte. Es geht ums Umsetzen. Also es geht vor allen Dingen um das Fratz. Das Fratz ist das, vor dem dein Verstand am meisten Angst hat. Wie komme ich mit dem Fratz klar? Wie gehe ich mit meinen Gewohnheiten, mit meinen Prägungen um? Wie kann ich die immer mehr und mehr entdecken und welche Möglichkeiten habe ich wirklich echt, die umzubauen? Ja, weil du hast viele Möglichkeiten, die umzubauen. Fratz ist bis heute Abend ein großes Geheimnis. Es ist ein Monster. Das Fratz ist das Angstmonster. Ja? Und das zeichne ich heute Abend auf. Das macht immer so viel Angst in der Gruppe. Ja. Das Fratz ist das Angstmonster. Ich zeige euch, wie du aus alten Bereichen aussteigen kannst, wie du Visionen sehr, sehr gut gestalten kannst, wie du anfangen kannst wirklich mit einer Veränderung und vor allen Dingen, wie du in dieses Juhu-Feeling kommst, um auch das umzusetzen und bis zum Schluss auch durchzuhalten. Für die, die heute abends nicht dabei sein können und sagen, naja, so ein Abend ist mir vielleicht auch zu wenig, es gibt ein 365-Tages-Online-Coaching, bei dem du mit dabei sein kannst, egal wann du einsteigst und dann ansteigst. Es geht für 365 Tage, es ist fast alles über Videos. Du wirst über Videos angeleitet. Es geht in den Stufen, so wie wir es gerade gesagt haben. Du lernst dich selbst kennen, dich selbst definieren. Du lernst dein Element kennen, also in was bist du wirklich gut. Du lernst deine Vision kennen, du lernst deinen Weg kennen. Du lernst Selbstvertrauen zu entwickeln. Du lernst dich selbst zu motivieren, damit du tatsächlich am Ende auch ankommen kannst. 365 Tage, deswegen, weil ich die Erfahrung habe, dass viele immer mal wieder so einen sanften Tritt in den Hintern brauchen, damit sie nicht aufhören. Ja, weil irgendwann kommt doch so, boah, das dauert so lang. Ja, es dauert halt. Du hast das Laufen auch nicht in 2 Tagen gelernt. Ja, dich hat es wochenlang, monatelang hingelassen und da ist es ähnlich. Und da ist es einfach gut, wenn immer wieder ein Impuls kommt, den du auch im Alltag umsetzen kannst. Weil du hast ja noch einen Alltag, du hast noch einen Job, du hast vielleicht noch Kinder, einen Haushalt und was weiß ich. Ja, viele Menschen können sich vielleicht nicht mehr als wie 20 Minuten oder eine halbe Stunde jeden oder jeden zweiten Tag mit dem Thema der Veränderung, die sie haben wollen, auch beschäftigen. Also wie kriege ich es im Alltag? Wie habe ich auch einen Anleitungsfaden, der mich einfach für 365 Tage mitnimmt? Also das kannst du auch gerne online machen. Wir haben dazu, ich glaube, das kriegst du am Ausgang dann, wenn du das möchtest. Ach ja, hier liegt es. Das ist From Zero. Das schaut so aus. Vom Couch Potato zum Helden. Ja, also wieder zum Helden deiner Kindheit, deiner Kindheitsträume. Deine Ideale, die du vielleicht immer haben wolltest. Das ist nicht vorbei. Wenn du dabei sein möchtest, dann hast du hier einen Gutscheincode
Pulsar 2019, der gilt bis nächste Woche Sonntag. Dann ist dieses Online-Programm um 55 Euro vergünstigt und ist dann anstatt 233 Euro 178 Euro für diese 365 Tage. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für deine Lebenszeit und wünsche dir, dass du dich, deine Vision findest und ein Juhu-Erlebnis bis zum Rest deines Lebens hast. Danke.